You better turn up. You better be there when I shake. Watch me rockin' if I can't stop. Hallo, ich hoffe, euch geht's gut. In meinem heutigen Video zeige ich euch meine Abendroutine im Winter. Also ich zeige euch eben die Dinge, die ich abends so momentan ganz gerne mache. Und vor allem seht ihr in diesem Video auch mal meine ausführliche Hautpflegeroutine. Und zwar findet die in Kooperation mit Douglas statt. Und ich werde in diesem Video alle Produkte, die ich für meine Hautpflege verwende, verlosen. Was für Produkte das genau sind, das werdet ihr dann gleich sehen. Und um an der Verlosung teilzunehmen, müsst ihr einfach nur einmal Abonnent von diesem Kanal hier sein, denn das ist eine Verlosung für meine Abonnenten. An diesem Video hier einen Daumen nach oben hinterlassen und mir dann in die Kommentare schreiben, welches von den Hautpflegeprodukten, die ich euch gleich zeigen werde, euch am besten gefällt. Alle weiteren Informationen und die allgemeinen Teilnahmebedingungen findet ihr dann in der Infobox. Und ich wünsche natürlich schon mal allen Leuten, die an dieser Verlosung teilnehmen, ganz, ganz viel Glück. Und ich höre dann jetzt auf zu quatschen und los geht's mit meiner Abendroutine. Das Erste, was ich mache, ist, mich aufs Bett zu chillen. Ich glaube, das machen immer so die meisten. Und bei mir ist es eigentlich immer der Fall, dass eine Katze ebenso auf dem Bett rumsitzt und da chillt. Aber meistens haben die eher weniger Lust, mit mir zu kuscheln. Ich liebe einfach bequeme Klamotten und deswegen muss ich erstmal meine Jeans und mein sonstiges Outfit loswerden. Und stattdessen trage ich zu Hause viel lieber eine lockere Jogginghose und einen bequemen Strickpullover. Denn dann kann ich erst so richtig entspannen und das ist immer so das Outfit, was ich zu Hause trage. Und um dann richtig chillen zu können, will ich mich da meistens immer erstmal abschminken. Und da zeige ich euch einfach mal die Produkte, die ich verwende. Die Haare müssen natürlich aus dem Gesicht und dann ziehe ich mir auch schon meine falschen Wimpern ab. Leute, das ist immer das beste Gefühl. Ich verwende einen Gentle Make-up Remover von Douglas. Den muss man dann erstmal ganz gut durchmischen, weil das so ein Zwei-Phasen-Make-up-Entferner ist. Und dann kann man das Ganze schon auf ein Wattepad geben. Ich muss mir irgendwie als erstes immer die Lippen abschminken. Ich weiß auch nicht warum. Und dann schminke ich mir natürlich noch den Rest von meinem Make-up ab. Also nehme mir einfach nochmal ein neues Wattepad und gehe damit über mein ganzes Gesicht. Als nächstes verwende ich dann einen Toner und bei dem finde ich es ganz gut, dass er eben nicht so austrocknend ist. Und das ist vor allem bei meiner Haut sehr wichtig. Dann wäre ich auch schon abgeschminkt, aber meistens nehme ich mir abends noch so ein bisschen Zeit für meine Hautpflege, vor allem im Winter. Und dann verwende ich auch öfter Masken. Hier habe ich jetzt eine Bubble Sheet Maske von Glam Glow und die sieht ziemlich verrückt aus. Und deswegen wollte ich sie heute definitiv mal ausprobieren. Das sieht bei mir immer relativ bescheuert aus. Und das muss man dann für 3 Minuten einwirken lassen. Und wie ihr seht, schäumt diese Maske richtig, richtig schnell. Und man hat eben solche Bubbles quasi auf der Maske drauf. Das sieht ziemlich verrückt aus. Nach 3 Minuten habe ich dann die Maske von meinem Gesicht entfernt und dann einfach noch so die restlichen Bubbles, die auf meiner Haut waren, mit meinen Händen einmassiert. Und dann habe ich mein Gesicht abgewaschen. Und dann natürlich auch noch abgetrocknet. Und ich habe heute auch eine Lippenmaske verwendet, denn vor allem im Winter sind meine Lippen so unfassbar trocken, dass sie eine extra Pflege definitiv nötig haben. Da habe ich jetzt eine von Star Skin verwendet und zwar ist das eine Plumping and Hydrating Mask. Und das muss dann jetzt 15 Minuten einwirken. Die Maske ist sehr feuchtigkeitsspendend und das merkt man dann auch, wenn man die Maske nach der Einwirkzeit runternimmt. Und Leute, für meine Lippen sind solche Masken echt ganz gut. Was bei mir im Winter nicht fehlen darf, ist eine Art Handcreme. Und hier habe ich eine Everyday Hand Lotion von Douglas. Und da habe ich jetzt einfach mal so ein paar Pumpstöße auf meine Handflächen gegeben und das Ganze dann gut verteilt. Und so sind meine Hände dann auch mit Feuchtigkeit versorgt. Was ich manchmal auch sehr gerne verwende, ist von Douglas Home Spa so ein Body Spray. Ich finde das irgendwie ganz entspannt, sowas einfach aufzusprühen und es hat halt tatsächlich so eine Art Spa-Feeling. Oder was man auch machen könnte, ist einfach abends so richtig schön baden zu gehen. Und da habe ich auch so ein Schaumbad von Douglas. Und zwar ist das ein Velvet Body Bubble Schaumbad in der Geruchssorte Cotton Candy und es riecht einfach so richtig nach rosa Zuckerwatte. Und das schäumt, wie ihr seht, auch richtig schön. Und so ein Schaumbad kann manchmal auch einfach genau das Richtige sein, was man abends braucht. Wenn ihr noch mehr Infos zu den ganzen Produkten haben möchtet, die ich hier heute für meine Winterpflege verwendet habe, dann schaut mal in die Infobox, da packe ich euch einen Link rein. Und das nächste, dem wir uns jetzt widmen werden, ist Essen. Und da zeige ich euch mal, wie Jonas und ich eins meiner liebsten Gerichte so zusammen
aufbereiten. Zusammen zubereiten. Und zwar braucht man dafür einfach nur Nudeln, dann Lachs und auch noch etwas Brokkoli. Das erste, was wir gemacht haben, war den Brokkoli zu zerkleinern und natürlich auch gut zu putzen. Und dann haben wir auch schon den Lachs in Filetstücke geschnitten und die dann in die Pfanne gehauen. Danach kam der Brokkoli ebenfalls in die Pfanne. Der wurde dann auch noch ein bisschen gewürzt. Und Leute, Brokkoli ist so lecker, wenn man ihn richtig zubereitet. Also, falls ihr nicht so oft Brokkoli esst, dann versucht ihn einfach nochmal etwas anders zuzubereiten. Und vielleicht schmeckt er euch ja dann. Also, ich esse mittlerweile sehr, sehr gerne Brokkoli. Und wenn das Wasser am Kochen ist, dann kommen auch schon die Nudeln in den Topf. Jetzt müssen eigentlich nur noch der Lachs, der Brokkoli und die Nudeln kochen. Und das dauert dann ein bisschen. You were always taking time, baby, playing it through. I was calling out your name. Jetzt wird das Ganze dann schon serviert und so sah unser heutiges Abendessen aus und das war wirklich verdammt lecker. Und was ich nach dem Essen mache, ist mich erstmal wieder aufs Bett zu chillen, wie die meisten, und da hänge ich erstmal am Laptop rum und kümmere mich einfach um ein paar Mails oder schneide Videos oder bearbeite Bilder oder ich mache auch relativ viel Kram für die Uni, weil wie ihr wisst, studiere ich ja und da stehen auch ein paar Klausuren an. Aber meistens lasse ich mich dann auch von meinem Handy ablenken und hänge dann doch irgendwie die meiste Zeit nur auf Instagram rum. Ich glaube, da bin ich nicht die Einzige. Falls ihr Instagram habt, dann schaut auch sehr gerne mal bei mir vorbei. Ich heiße auf Instagram xlater und ich bin super, super happy, dass wir da so eine große und aktive Community sind und ich freue mich immer sehr über eure ganzen Kommentare. Ich werde abends natürlich auch nie allein gelassen und immer wollen die Katzen spielen und es ist irgendwie immer was los. Und Tabi hat sich einfach mal eine komplette Leckerchenstange weggeschnappt und ist damit weggerannt. Und ich mag es einfach total gerne abends immer noch so ein bisschen Zeit mit den Katzen zu verbringen und die mit Leckerchen voll zu stopfen und einfach ein bisschen mit denen zu spielen. Und ja, da muss ich mir eigentlich nur noch die Zähne putzen und dann gehe ich auch schon schlafen. So, und jetzt seid ihr an der Reihe. Ich verlose in diesem Video die Produkte, die ich für meine Hautpflege verwendet habe. Die blende ich euch hier nochmal ein. Und um an der Verlosung teilzunehmen, müsst ihr einfach nur einmal Abonnent von diesem Kanal hier sein, denn das ist eine Verlosung für meine Abonnenten. Dann diesem Video hier einen Daumen nach oben hinterlassen und mir dann in die Kommentare schreiben, welches von den Hautpflegeprodukten euch persönlich am besten gefallen hat. Ich wünsche allen Leuten natürlich ganz viel Glück und an dieser Stelle natürlich auch nochmal ein dickes Dankeschön an Douglas. Und wenn ihr jetzt noch etwas Zeit übrig habt, dann könnt ihr einmal auf das i klicken oder ihr könnt euch auch eins von diesen beiden Videos hier anschauen. Das ist einmal meine Morgenroutine und hier drunter findet ihr ein Video mit ziemlich vielen coolen Stories, die ihr mir geschickt habt. Hier sind meine Social Media Seiten, hier könnt ihr mich abonnieren und ich wünsche euch dann einen wunderschönen Tag und bis zu meinem nächsten Video. Tschüss!